Herzlich willkommen, Leute, zur 34. Episode von der Smite Beta. Diesmal spielt Seminex Cupid und ich unterstütze ihn ein bisschen mit Anubis. Ich muss ein bisschen beeilen, weil das Spiel jetzt umschellt. So, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit und ja, das ist die 34. Episode. Steff ist dabei, Cupid in den letzten beiden Episoden demonstriert. Die Episode ist auch noch ganz frisch. So, wollen wir mal. Ja, Cupid sieht ein bisschen Mirror-mäßig aus auf den ersten Blick. Zweimal Guan, zweimal Cupid. An Hur mit Skin im Gegnerteam. Bin da mal gespannt. Ich bin ja ungern, also wer mich schon mal LOL spielen sehen hat in einem Stream oder in den Videos, ich mag es nicht, wenn alle Leute direkt in Charakter einloggen und sagen, ich gehe dahin und dann den letzten zwingen, das zu nehmen, was überbleibt. Ich nehme gern das, was überbleibt, solange es immer noch so ist, dass ich es mir aussuchen kann. So, dann ist kein Problem. Aber sobald einer sagt, hier, geh Mitte, dann sage ich, hier, Piepton könnt ihr euch jetzt vorstellen und macht das, was ich möchte. Also ich spiele wieder zusammen mit Seminex recht, ansonsten wäre ich natürlich Mitte gegangen. Schauen wir mal, was wir mit Anubis und Cupid machen können. Vielleicht hast du 1 mit Anubis. 416. Ja. 416. Und selbst. 500, oder? 517. Ja. Ich hab Blue Buff. Ich weiß nicht. Die haben keinen Jungler, die haben keinen Hawk. Na, besser. Doch, jetzt hatte sie gerade noch nicht. Ragne und da Bastet. Wird mit Healbuff anfangen. Oder habe ich da links jetzt Bastet auf der Karte gesehen? Wollten die countern direkt? Ist hier. Guan ist auch da. Weg, weg, weg. 101. Gerade Low Level Guan ist stark. Gerade. Komm jetzt so, als wenn wir tun, als wenn wir weggehen würden. Dass die nicht von hinten kommen. Guck du mal ganz kurz noch. Die kommen von hinten. Hier, Guan alleine. Bastet ist auch alleine. Bastet ist alleine am Buff. Go, komm, komm, komm. Ja! Und du hast den Buff? Wie geil. Guan direkt abfangen. Und direkt ein Leaf. Oh, wir sollten aufhören, die Gegner zu counter-junglen. Das mögen die anscheinend nicht. Lauf, die Creeps greifen alle mich an, aber ich nehme das gerade mal in Kauf. Lauf weg. Die Creeps sind zu viele gerade. Lass den Damage lieber einfach. Du regenerierst eh deine HP. Oh, geil. Stimmt ja. Juhu, und du hast den Heal-Buff. Das heißt, wir haben eigentlich unendlich HP. Ja, da ist schon einer gelieft im Gegnerteam. Vielleicht stellt der Guan sich Auto, Mann. Ich habe jetzt dann. Du hast dann? Ja. Aber ich war noch ist er außer Range. Wir müssen ein bisschen näher ran. Also bis ich auch sicher treffen würde. Muss ich danach halt nur bereit machen. Ich slow ihn dann, also ihn zu treffen wäre danach nicht mehr das Problem. Jetzt gehe ich mal hin. Das Damage. Da kommt noch Damage hinterher. Oder? Riskierst du es? Dingens ist wieder da. Denke, ich habe leider nicht so viel Mana. Für mich ist eine Combo, also zweimal kann ich Combo und dann bin ich OM. Hier, go! Schieß! Tot. Ich gebe Base, wegen Mana. Soll ich dir nochmal welches geben? Du kannst mir kurz die Herzen schmeißen, dann sammle ich dir nochmal Mana ein. Alles klar.
Spin on the Road. Ich glaube, jetzt ist sie endgültig geliefert. Wer lief denn dann da kurzzeitig? Oder kann es sein, dass sie irgendwie einen Grafikfehler hat? Weil sie lief immer genau dann, wenn sie stirbt. Ich bin da, wenn du Herzen wirfst, wegen Mana. Am besten hebst du auch immer eins auf und gibst mir zwei. Dann machen wir nämlich die Mana-Kosten glatt. Nicht hingehen, nicht hingehen. Ja, reicht. Mehr nicht. Wenn du wieder Mana schmeißen kannst, Hauptsache, du kannst immer noch die Herzen schmeißen. Am besten sammle ich jetzt alle drei ein, damit du halt einmal mehr hast. Ist dann in 2 Sekunden. Wir können dann auf jeden Fall Bastet umbringen. Leider nicht genug für Ulti und... Dann kannst du einmal Herzen? Wenn ich Herzen geworfen habe, kann ich jetzt kennen. Meine Mörder muss anfangen. Wo ankommt? Scheiße. Kannst du fliegen? Mist. Bin zwar losgeflogen, aber nicht mehr. Sehen Sie hinter mir? Siehst du das? Hab's lieber riskiert. Oh, und ich habe auch nicht mehr genug Mana. Bisschen Mana. Sie können mich anspringen und mir den Dodge schmeißen. Ich glaube, ich würde dann sterben. Ja. Genau das hat sie sogar getan. Ich glaube, die hört mich. Nur ein Versuch gegen Kuppet. Kuppet, oder? Agni links könnte bald down gehen. Kupit hält sich auf jeden Fall noch. Er portet sich gerade weg, dann kommen wir mal rüber. Machen die Buffs jetzt, glaube ich. Jetzt haben sie mich wieder Oberhand. Ja, da kommen sie von links aus dem Wald. Guan habe ich zumindest gesehen. Da ist die andere mit Heal. Guan, also Bastet will jetzt vielleicht noch Mana machen. Aber auf jeden Fall, wenn Guan mit Ulti reingeht, fliegt weg. Fehlt. Na, 4 können wir auf jeden Fall killmäßig, solange die den Buff haben, nicht machen. Allein auch noch wegen dem Heal von Guan. Spiel ein bisschen defensiv, sobald Guan die Ulti macht, fliegt direkt weg. Dann versuche ich dich jetzt ein bisschen farmen zu lassen wegen Levelvorteil und versuche mal mein Glück in der Mitte. Beste, das folgt ja, ne? Okay, dann laufe ich trotzdem weiter, solange ich hier nicht stehen bleibe. Wer folgt mir von den beiden? Beste. Oder sie geht hoch zu meiner Buff. Ne, sie kommt zurück. Hat einen Blue Buff. Soll ein Red Buff sein? Komm mal zu dir, weil ich ein bisschen Heal brauchen kann. Ja, das ist ein Red Buff. Oh, ich kann mich nicht hingetrauen. Nee, mach nicht. Du hast im Moment noch einen Level Vorteil gegenüber den beiden. Kannst du Herzen werfen? Da kommst du von rechts, pass auf! An enemy has been slain. An ally has been slain. Solange sie da im Wald rumsteht, kriegst du weder XP noch kann sie die Buffs nutzen. Naja, alles in Ordnung.
Guan könnte jetzt von hinten kommen und mit der Ulti initiaten. Das wird auf jeden Fall eine Falle sein. Ich pass mir die mal ein bisschen hinten auf. Man hatte keinen Grund zurückzugehen. Auf jeden Fall ein bisschen Damage gekriegt. Hab ihn. Das war knapp mit meinem Mana, ey. Also beziehungsweise mit meinem Cooldown. Ich habe die ganze Zeit versucht, den Stun noch ready zu halten, aber der hat halt noch CD, da habe ich wenigstens den Slow schon mal geschmissen. Du brauchst Mana, ne? Aber du brauchst auch HP. Und dann nimm du 2. Kannst du dich jetzt erstmal selber schmeißen, bis ich wieder da bin. Warte, ich kann noch einmal stunnen. Ich versuche durch den Busch zu kommen. Riskier's. Nee. Ist mir auch gerade aufgefallen, kann ich nicht durch Wände schießen? Kann sein. Nee, kann ich nicht, hab's gerade geguckt. Das war gerade ihr Dot übrigens, also ihr Main Damage hat sie gerade rausgehauen. Wieder. Ja, da wollte ich wieder von hinten kommen. War auch jetzt da wieder. Zu viele Creeps. Your right tower is under attack. Schmeißt du ruhig Herzen, ich heb eins auf. Eins nehme ich nur, damit du halt mehr wenigstens noch nicht allzu viel Mana dafür verlierst. Beide genommen, ja. Enemy missing right. Heb dir deinen Fliegen jetzt bitte wieder auf. Ich gehe wieder einmal Mitte. Halt nur, damit du abhaust. Und versuch das Fliegen so lange wie möglich rauszuzögern, beziehungsweise sobald Guan seine Ulti startet. Ja, ich bin halt vorsichtig, nicht, dass Baffet ihr aber Katzen rausholt. Bastel ist Mitte. One Rocket. Das Ted ist so low. Was Teds Katzen sind gegen Magier absolut OP. Du kannst nicht vor denen weglaufen. Ja, du vor allen Dingen nicht, du hast da nichts. Ja, wenn du wiederum auch den Hock hast, den drückst du immer und die Katzen sind weg. Ja, dafür müsstest du aber dann halt 500 Gold gegen eine Ulti ausgeben, wo dann massiv Schaden erstmal verloren geht. Weiteren, wie gesagt, also ich hätte auch ein Skill ready haben können und hätte ich die töten können, aber du kannst als Anubis einfach nicht vor denen kommen. An ally has been slain. Ich hab gecallt, da war ein ja. Hätte Guan auch gerade reagiert, als Bastet hinter ihm war, wo ich es dreimal gesagt hatte, dann hätten wir Bastet auf jeden Fall gehabt, der mit ein paar Prozent Leben überlebt.
Linklin ist auch wieder von grandiosen Spielern gespickt. Gorn ist hier. Ah, genau, da ist er rausgeschaut, wird glaube ich nichts. Ich bin tot. Keine Chance gegen die Ulti. Pass auf, ne? Du hast nicht mehr allzu viel Mana. Ach, ey, was steht, ey? Boah, der Dot! Das ist wieder dieser lächerliche Dot, halb tot, ey. Kommt Guan an und ich habe keinen Stun mehr. Das hat er natürlich erst getrommelt. Ah, die ist jetzt tot. Ja, noch okay. Hm. Hast du nicht bekommen? Scheiße. Nee, der Guan hat ihn bekommen. Du kannst nicht mehr Dinge schmeißen, oder Mana? Hast auch keinen Pot mehr wahrscheinlich. Doch, einen Pot habe ich noch. Dann nimm den Pot, dann nimm den Pot. Wir versuchen dann noch Guan zu holen. Versuch nur einmal, wenn du das Mana dafür hast. Alter, der Port grad. Ah, scheiße. Dann gebe ich dir jetzt noch Mana. Keine, da kommen wir noch lange, keine Creeps leider. Mal lieber in den Wald gehen, bevor hier OPT wiederkommt. Vielleicht ist aber auch gerade keiner. Mal links durch. Versuchen wir es jetzt noch einmal ganz. Kuppel ist gerade auch. Naja, kannst porten. Ich glaube, sind alle weg. Alle Base. Oh, der macht einen Tower. Kommst du rechtzeitig an? Mal sehen, ob er mir geglaubt hat, dass ich mich weggeportet habe. Oh, krass, ey. Flat Agni, toll Agni hat noch nix. Tower rechts reißt jetzt vielleicht ein. Haben die mit dem letzten Patch was an Agni geändert? Ich habe die Patch Notes nicht gelesen. Das hätte ich mal machen sollen, glaube ich. Dann hätte ich euch auch viel mehr erzählen können, Leute. Tut mir leid, dass ich seit den Cupid die Patch Notes nicht mehr gelesen habe. Also das werde ich jetzt noch nachholen. Haben die was an Agni getan? Weißt du das? Was? Ob die was an Agni geändert haben, ob du davon was weißt. Nee, weiß ich. Das ist immer gefährlich. Du bist hoffentlich. Ah, du hast noch. Lauf erstmal, Bastet kommt. Lauf.
Seht ihr auf jeden Fall gehüpft? Pastet, lol. Nein, das war nicht Pastet. Kommt weg? Ich könnte das nicht. Herzbombe weg. Ach, Creeps erwischt. Ah, die linke Lane kann's, wir sehen's alle. Guan schafft das auf jeden Fall nicht. Jawohl, ich hab den Cooldown Reduction Buff geklaut durch die Wand. Seht das? Ich hab mir deine Zone durch die Wand gesetzt, Guan Ju wollte ihn machen. Aber Guan kämpft gegen 3 in der Mitte. Dankeschön für den Kill und da bin ich nochmal glücklich ausgewichen. Versuch nochmal rüber zu ziehen links. Was ist denn mit dem Tim? Hä? Was Anubis, der gestorben ist? Agni? Ja, Agni ist down gegangen. Hat sich das Ganze doch noch gelohnt? Das war Agni, ja. Muss langsam einen Push erfolgen, wir bauen auf jeden Fall mal langsam eine Lane, die down geht. An 107-0. Die Minion. Lass mich nicht in Ruhe. Denk dran hier, der Anhur hat 7-0.
Hauptsache da irgendwie keinen Terz machen, der an Hur ist gefeedet ohne Ende. Verfolgt was? Du slowed lauf! Oh shit! Jetzt alle getroffen, wie es irgendwie geht. Und wieder mal überlebt. Fag. Anhur. Raken ist aber nicht auf unserer Seite gestorben, oder? Das war hier bestimmt ein 1-on-1 gegen Cupid. Er ist gestorben? Raken ist auch gestorben. Das war aber nicht der Teamfight, den wir da hatten. Wir hatten unseren Teamfight mit 2-1, glaube ich, beendet. Ja, ja, ich bin gestorben und dafür ist, zwei Leute von denen müssen auch sein. Nein. Auf Anhur wieder. Ich will ja nicht den Tag vom Abend loben, aber bis jetzt hat AMD noch keine Probleme gemacht. Hu ist links. Ja, ist also dritt. Ja, reicht aber nicht. Echt nicht. Ja, wieder abhauen. Wir haben keinen richtig langen Stun. Einen. Beste Kinder. Links sind 4. Auf der linken Seite sind 4. Das war's. Geh nicht so weit von, also nicht so offensichtlich von denen rein. Du solltest wieder von vorne den Inhibitor deffen. Lass sie ruhig fliegen. Oder fliehen. Jetzt pass auf, was du machst. ...665, die wahre Zahl des Teufels. So sieht's nämlich mal aus. Ah gut, ich wollte nur das... ...direkt. Rechts lieber... Wir können Fire Giant versuchen, wenn wir dafür einen Turm opfern, aber dann sollte der Fire Giant jetzt auch fallen. Ansonsten war es nicht wert. Guan geht weiter. Ja, geht. Muss einmal Herzen schmeißen. Ja, Mitte push jetzt erstmal. Ich würde nicht retreaten, das ist dumm.
Oh, Swag. Juan, kommt rein, das ist geil. Besser ging's gar nicht, dass Guan da jetzt reinkommt. Da haben sie sich selbst zu Tode initiated. Guan hat die Ulti gemacht und jeder Idiot ist hinterhergegangen. Also, das hat einfach nicht funktionieren können, weil unser Guan danach Ulti machen konnte und wir haben so viel mehr AE-Damage mit Hades, Guan, deine Ulti, die AE ist dann rechts bitte noch. Mein AE-Damage, wir haben absolutes Team. Team. Da muss er wieder wegspringen. Heil ihn nochmal, wenn du kannst. Das war's. Bis zum Ende. Herzen werfen, wenn du kannst, für Guan. Herzen werfen für mich. Komm raus. Was? Er hatte mit seinen Äxten gewirbelt und ich bin die ganze Zeit um ihn rumgelaufen. Er hatte mich nicht getroffen. Er will schnell beenden. Ich glaube aber nicht, dass sie genug Schaden macht. War klar, das war dumm. Das war richtig. Ja, okay, mit 1-9 kann man noch nicht erwarten, dass ihr das Spiel versteht. Weg. Ich sagte, wenn sie springt. Ah, hat umgedreht. Also zum Teil stehen geblieben kurzzeitig. An sich nicht das beste Spiel von der spielerischen Leistung her, aber auf jeden Fall eine schöne Runde mit einem guten Comeback am Ende nach dem Fire Giant, der Teamfeind, den Guan Zhu initiiert hat. Das war ausschlaggebend für den Sieg. Okay, ich will jetzt noch nicht den Tag für den Abend loben. Wir können das ganze Game noch verlieren. Das mache ich ernst. Man darf deren Anhur nicht unterschätzen, der ein paar Kills gesammelt hat. Ja, Anhur will auf jeden Fall rein. Kommt der Sprung. Komm, tötet erst die. Ja. Hier, Anhur low noch. Aber Guan ist direkt durchgegangen. Ah, alles klar. Er wollte nicht rein in den Teamfight, sondern wollte durchgehen. Alles klar. So, schöne Runde. Mir hat Spaß gemacht mit einem kleinen Turnaround am Ende. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, denke ich. Danke wieder fürs Mitspielen, Steff. Macht's gut, Leute.